Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt. Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sprinter am Dienstagnachmittag auf der L1199 erlitten. Der 24-Jährige befuhr gegen 17:15 mit seinem BMW die kurvige Stettener Straße von Esslingen herkommend bergauf in Richtung Mülldeponie Katzenbühl. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei nach überholte der Biker zunächst nach einer Linkskurve einen Motorrolllenker. In der folgenden Rechtskurve kam der Motorradfahrer erneut auf die Gegenfahrbahn. Ein 60 Jahre alter Sprinterlenker konnte trotz eines Ausweichmanövers eine Kollision nicht mehr vermeiden. Der junge Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 60-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 25.000 Euro.